It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Dr. Scamp und heute haben wir den IS-3-2 da, den neuner russischen schweren Panzer mit einem Doppelschuss, mit dem ich hier so ein wunderschönes Gefecht gespielt habe, und das wollte ich euch zeigen, ein bisschen auch was über den Panzer erzählen. Wir sind hier in dem 10er-9er-8er Gefecht. Das Mittelfeld als Tier 9 Panzer haben als Gegner zum Beispiel so ein 705 Alpha und aber auch eine 8er Ati ist dabei, zum Glück nur eine. Und ja, wir haben hier auf der Karte Redshire, fahren wir halt nach rechts, ganz standardmäßig, um da auch ein bisschen mit dem Turm zu spielen und so weiter. Und ja, seit dem neuen Equipment habe ich da das verbesserte Drehmechanismus nochmal mit bei auf den IS-3-2. Und so macht er auf jeden Fall viel mehr Spaß. Und ihr werdet auch gleich sehen, wie schön es mit dem zu spielen ist. Wird auch ein bisschen Pech in dem Gefecht sein bei ein paar Situationen, aber das geht schon alles. Ja, zu dem Doppelschuss kann man eigentlich gar nicht so groß viel dazu sagen. Ich habe mir halt die Einstellung für den Doppelschuss ein bisschen anders verlegt. Die habe ich nicht auf der linken Maustaste, denn sonst, finde ich, ist der Panzer unspielbar, da die Schüsse dann erst losgeschossen werden, wenn man, also die Einzelschüsse losgeschossen werden, wenn man die linke Taste loslässt, und das ist halt nicht wirklich schön. Ja. Hier versuche ich ja den Burrask abzuaimen, klappt leider echt nicht, also die Schüsse fliegen nicht da, wo der Burrask leider ist. Hier gucken wir nochmal. Und drunter. Drüber, drunter. Aber halt nicht in dem Rhein. Und ja. Letzter Versuch. Und drüber. Und das war's. Mehr muss man nicht versuchen. 4 Schüsse abgegeben, 4-mal daneben. Besser kann man nicht starten. So. Hier ist mein Zugkamerad mit AI Face Wonder. Kassiert auch direkt. Und ja. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas abaimen können. Bisher klappt es noch nicht. Der M4 fährt hoch. Wir fahren dann ein bisschen runter, um Hulldown zu stehen. Geben ihm den Schuss in die Kuppel, aber er pennt uns leider auch. Ja, hier fahre ich ein bisschen zurück. Versuche mich dann hier eher Hulldown zu stellen. Mein Zugkamerad ist schon draußen. Und ja, warten wir mal ab, was hier so kommt. Ob wir den Emil 2 oder so outplayen können. Und ja, wir warten, und hier haben wir den Defender, und da fängt das an. Erster Schuss komplett daneben. Ich weiß nicht, wo der hingegangen ist. Keine Ahnung. Gucken wir dafür den Emil, schön in die Ketten rein. Ein bisschen zurückfahren. Fahren wieder vor. Warten, dass der Defender rausfährt, der will nicht raus. Stehe ich hier jetzt mittlerweile mit dem Badger zusammen. Hier fährt der Defender wieder seitlich raus. Diesmal ist er früh genug zurückgefahren und ich habe ihn nur kritisch getroffen. Super. Und wieder zurück und vor, und wir haben nur 800 Schaden und er steht schon 1:5. Hier treffe ich ihn nur die Tracks, leider ohne Schaden, aber immerhin habe ich ihn schon mal getrackt. Das ist ja schon mal etwas, und er fährt wieder weg. Kassiert aber noch einen, fährt wieder raus. Und diesmal schaffe ich es, ihn endlich rauszunehmen. Das war eine sehr schwere Geburt mit dem. Aber es hat nun endlich geklappt, und hier kriegen wir einen Schuss von der Arti. Zum Glück hat er auf den Badger geschossen, deswegen habe ich nur so einen leichten Splash mit dazu bekommen. Denn hier wollte ich den M4 versuchen durchzuschießen, hat leider nicht geklappt. Und ja, der Emil da hinten macht einen riesen Fehler, fährt total schlecht hin. Bleibt auch noch nicht mal stehen, sondern fährt nach vorne. Wir können ihn eine mitgeben, können wieder runter. Haben eine super Turmpanzerung. Können so spielen, und hier können wir den E4 einfach schön da rein aim, 371, und können wieder vor. Der E4 wird rausgenommen. Wir haben schon 1800 Schaden mittlerweile und kassieren jetzt wieder den Hit von der Arti. Jetzt müssen wir halt mit dem Stun leider leben. Gucken, was man hier so geht, ein bisschen hin und her spielen. Das ist auch das Schöne mit dem IS-3-2. Die Gun Depression macht es einfach aus. Der hat so eine schöne Gun Depression, man hat so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Das ist wirklich sehr schön. Mein zweiter Zugkamerad ist jetzt auf der anderen Flanke auch gefallen nebenbei. Und ja, hier gucken wir, was man hier so machen kann, wo man vorfahren kann.
Der Badger fährt jetzt vor, die S4 fährt vor. Ja, da oben ist halt der Emil, das ist ein bisschen schwierig gegen den zu spielen mit seinen Turm. Und ja, der 705 Alpha hat sich jetzt auf die rechte Flanke verlegt. Und der IS-4 kassiert von dem AMX, denke ich. Der Alpha war auf jeden Fall vom AMX. Ich kann da nichts sehen, aber der Emil schießt mir eine. Zum Glück prallt er ab und kommt nicht durch. Ich will mich hier ein bisschen anders positionieren. Unser Bettger geht raus. Hier kann man den Emil in die Kuppel einen Turm eine geben. Das machen wir auch. Und jetzt entscheide ich mich halt nach rechts zu fahren, den 705A zu beschießen. Hier haben wir schon 2500 Schaden. Hier kann ich, versuche ich einfach über die Wracks zu arbeiten, möglichst wenig meine Wanne zu zeigen dadurch und ihn so halt rauszuspielen. Und links fährt jetzt ein Emil auf mich. Den gebe ich ihn, also ich habe auf den Turm gezielt und irgendwie habe ich seine Kette geschossen. Also ich weiß auch nicht, wie das war. Aber hier können wir ihm schön eine mitgeben, stellen uns safe, sodass er nur meinen Turm sieht. Und er wird rausgeschossen vor dem S1 hinter uns. Und ja, hier haben wir jetzt den 705 Alpha. Ich spiele das alles mit Krieg von meiner Arti diesmal den Hit. Auch sehr nett. Ich spiele hier on the AP. Er prallt ab. Wir fahren vor. Geben ihn den Wall in die Oberwanne oder in die Schräge. Hier lässt er es schön durch den Track durchhitten. Und wir fahren schön zurück. Warten ein bisschen ab. Der IS-4 umrandet ihn. Und das sehe ich auch schon, dass er hinter ihm ist. Und dann fahre ich halt nicht komplett raus, sondern hier, ich warte einfach ein bisschen, weil er auf mich guckt. Warte, dass der IS-4 davor fährt, ihn rausnimmt. Und jetzt können wir vorfahren. Hinten ist ein Charioteer. Ich kassiere wieder von der Arti. Also die Arti hat mir hier heute recht viel Schaden zubereitet, auch wenn es nur eine ist. Aber wir haben 3200 Schaden und können jetzt weiter vor. Haben auch gut was gebounced, ein bisschen auch was über Spot, über Kettenschaden rausgespielt. Und ja, hier fahren wir jetzt extra schön links lang, damit der Charity nicht die Beschussbahn auf uns hat, damit wir auch ein bisschen zu sind. Wir haben hier oben noch den Standard B stehen, der V ist irgendwo auf der linken Seite gewesen und halt die Arti. Wir fahren jetzt einfach drauf. Über die Büsche, möglichst nicht aufgehen, das ist halt das Ziel, möglichst spät aufgehen auch. Und ja, das schaffen wir. Wir sind hier schon recht vorne dran. Der Charioteer macht uns auf. Also es ist klar, dass er hier vor uns direkt in den Büschen steht. Aber er schießt nicht. Und ich habe Angst, dass der Standard B, der geht aber links auf, dass er halt mich beschießen könnte. Wir fahren hier auf den Charioteer. Geben ihm schön den ersten Hit in den Turm. Er fährt auf uns drauf. Ich fahre extra noch zurück. Aber das reicht nicht ganz. Er kann mich trotzdem durchpennen. Und der dritte Schuss ist geladen und ich nehme ihn raus. Ich hätte auch damit einen Doppelschuss arbeiten können, aber ich konnte sicher einfach den Einzelschuss geben als einen Doppelschuss abgeben. Hier warte ich jetzt, dass ich zugehe, dass die Arti mich halt nicht einaimt, weil ich wollte jetzt nicht mit 400 Struktur da unbedingt von der Arti rausgeschossen werden. Ich sehe hier keinen Standard B oder Kinderwerfer bisher. Auf dieser Schräge auch nicht und dann fahren wir halt ganz rechts ran. Und versuchen darüber unser Schaden zu machen. Schön, die gehen hier nicht auf, können hier schön lang fahren. Auch sehr mobil, die IS-32, also jetzt kein Lama-Panzer, schöne Panzerung im Turm, mobil, Gun Depression. Die Doppelschussmechanik ist sehr stark, also ist wirklich sehr schön zu spielen und mit dem Drehmechanismus auch sehr gut stabilisiert. Macht also wirklich sehr viel Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen, so auszuprobieren. Ja, die Arti wird noch rausgenommen. Wir fahren hier vor. Gucken, wo der STP-1 oder der Kinderwerfer ist. Tasten uns hier den Buckel ran. Machen hier den STP. Also, wir machen ihn nicht auf, aber wo der Schuss hingeht, weiß ich nicht. Da war wohl ein Stein oder so. Und wir nehmen ihn raus. Dritter Kill. Also, hier ist der Kinderwerfer aufgegangen. Und wir können ihn auch nochmal einen mitgeben. Und haben hier sogar den Großkaliber jetzt dadurch bekommen. Und jetzt, kurz bevor ich nachgeladen bin, wird davon halt Kinderwerfer. Der Kinderwerfer wird von anderen rausgeschossen. Und das war's. Das Gefecht ist durch und wir haben 4800 Schaden angezeigt, 1450 geblockt und 1690 gespottet.
und haben recht aktiv vorne mitgespielt, schön unseren Turm wirken lassen, die Kanone spielen lassen, auch wenn wir bei dem Defender zum Beispiel viel Pech hatten und auch beim 7-5 Alpha nicht gut durchgekommen sind, konnten wir trotzdem sehr schön Schaden machen und das Ganze wurde nur mit AP gemacht, also jetzt hier keine Gold-Only-Runde, alles durchgeschossen, was es ging. Und ja, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Hier hat man sehr schön gesehen, was der Panzer kann und was er auch, was mit ihm alles zu machen ist. Und ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.